Das ist meine Flaschentaschenlösung, denn das kann ich da aufmachen und da habe ich einen Becher und eine Flasche und so Sachen drin. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Meine Flaschentaschenlösung. Das ist ein Billigstore-Verteil von Amazon. Gebe ich dir natürlich wie immer unten den Link dazu. Und was habe ich da drin? Also das eine ist einmal, es gibt hier vorne eine schöne große Tasche. Ja. Ja, da passt einiges rein. Ich habe jetzt momentan nichts drinnen, aber da kommen Kaffee, Tee, Zucker und so Sachen rein, die ich halt gern trinke. Aber da könntest du auch einen Säuerfilter reingeben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe vor einiger Zeit ein Löffelvideo gemacht, den kleinen Klapplöffel, den könntest du da reinpacken, also eine gute Sache. Dann, diese Tasche, bevor ich dann herzeige, was ich drinnen habe, ist Molle-kompatibel, was ich aber in Wahrheit gar nicht nutze. Dann gibt es da diesen Haken, den ich in Wahrheit auch nicht nutze, sondern ich habe es normalerweise umhängen. Ich habe nur das, was da, also andersrum. Das bei Amazon ist keine Umhängetasche so dabei. Und jetzt habe ich mir von einer anderen Tasche das runtergemopst sozusagen. Aber jetzt habe ich diese Tasche wieder gebraucht und habe es wieder. Nein, also ganz normal ein Umhängeteil, was auch immer du da verwenden willst. Ich glaube, dass es auch die Möglichkeit gegeben hätte, das mit diesem Umhängeband zu kaufen, habe ich aber nicht gemacht, soll so sein. Von der Verarbeitung her, ja, ist okay, wenn es kaputt wird irgendwann, dann ist es okay. Da stehen manchmal so ein bisschen Fäden ab, da könnte man einen Patch drauf geben, wenn man das denn mag, aber soll so sein. Interessant ist dabei, dass du auch hier Molle zur Verfügung hast, das heißt, du kannst hergehen und den hier da durchklappen. So, ist eine Verletzung auch wieder, mein Verband auch runtergegangen, fangst so an, gibst dann hier den Molle von dem Rucksack oder der Tasche und hängst dann wieder ein. Das heißt, du kannst das wirklich schön festmachen, das ist alles eine tolle Sache. Ich gebe schnell meinen Verband wieder auf, ich habe nämlich ein bisschen weh dann, hat aber nichts mit Messer zu tun, ich habe mich nicht mit einem Messer geschnitten, aber egal. Auf jeden Fall gehe ich wieder rauf, damit ich mich nicht blutig mache und damit ich die Sache nicht blutig mache. Wenn dich Erste-Hilfe-Wissen auch interessiert, wenn dich Erste-Hilfe-Ausrüstung interessiert, dann schreib mal unten einen Kommentar mit Erste-Hilfe-Ausrüstung rein, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne auch und zeige da ein bisschen mehr dazu her. So, jetzt innen drin, da wäre oben noch einiges am Platz, also da könnte man oben noch was reingeben, habe ich einen Tatonka-Becher, ja, und zwar den kleinen, diesen Händelmuck, ja, oder Händelmuck. Magst du mal einen Kommentar schreiben, wie man das richtig ausspricht auf Englisch? Das ist nicht so meine Stärke, aber man kann nicht alles können. Ne? Also das ist mal die eine Sache. Dann eine Nalgene-Flasche, ja, oder Nalgene-Flasche, einen Liter BPA-frei, passt auch, damit ich gleich das Wasser habe. Und hier drinnen, das siehst du, aber ich gebe den noch nicht raus, dann einen großen Tatonka. Und dazwischen hier, da ist immer noch Platz. Da können auch noch Kleinteile rein. Also was man an der Tasche taugt, ist, dass man da viele Dinge noch mit reinstopfen kann. Zum Beispiel ein Putztuch oder was auch immer. Super Sache. Jetzt gebe ich es dann auch raus. Schau her mal, so schaut das innen aus. Das ist dieses Material. Das wird natürlich, wie du siehst, mit der Zeit schlägt sich das ab. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwann mal auch bricht und dann kleine Brösel reinfallen. Das ist einfach so. Aber um den Preis ist das meiner Meinung nach okay. Und ich behaupte auch, dass es sehr viele... Außer wenn es jetzt am Expedition ist, ja, oder ein Tasmanian Tiger, aber wenn das irgendwie so Condor oder sowas in diese Richtung ist, was auch ein Markenhersteller ist, wird das genauso passieren, denn ich glaube, die kommen alle aus derselben Fabrik, aber das war jetzt böse. Und dann habe ich natürlich den großen Händel Muck mit den 800 Milliliter, ja, da passt nämlich die Flasche genau rein, ja, zack, und die Flasche oben drauf, so. Auf die Flasche oben drauf, den Becher. Und damit habe ich im Endeffekt zwei Kochteile damit. Das heißt, wenn du so zum Beispiel so einen Tagesausflug machst, ja, und zwei Dinge zum Kochen mithaben willst und das in einer extra Tasche führen willst, ja, wenn du, der Dave Canterbury zum Beispiel macht das auch, ne, dass er sagt, er ist der Meinung, dass so etwas auch extra nicht am großen Rucksack hängen soll, ist ein Pathfinder-Konzept sozusagen, sondern dass man das am Mann hat, weil Wasser eine ganz wichtige Ressource ist. Ja, Nahrung kommt man ganz, ganz lang aus damit, aber ja, Wasser ist sehr, sehr viel wichtiger. Und aus dem Grund baue ich zum Beispiel auch aktuell an einem Buch beziehungsweise auch an einem Online-Kurs, wo man nur über das Thema Wasser sprechen. Das wird sehr bald rauskommen. Und einen Nahrungskurs, einen Notnahrungskurs haben wir schon. Gebe ich dir billig Eigenwerbung. Natürlich da unten den Link zu meinem Coaching. Schau dir das ganz einfach an. Auch mit einem fairen Testangebot. Und insgesamt kann ich dir dieses Teil auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es toll.
Ich finde es wirklich toll und ich kann keinen negativen Punkt finden. Und jetzt kommst du dran. Schreib mal einen Kommentar, welches Wasser transportabel oder Transportsystem oder Flaschentaschensystem du verwendest. Schreib uns das unten. Das ist einerseits für mich interessant, was es noch am Markt gibt. Und natürlich für alle anderen, die auf Informationssuche sind, können auch unten nachschauen, was denn so am Markt vorhanden ist. Danke. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, so wie immer. Yeah. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Links findest du natürlich wie alle unten. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.